So, hallo Stefanie. Da wir das gestern nicht mehr abschließen konnten, mache ich jetzt einfach mal ein kleines Video, um dir das zu zeigen, was ich gemacht habe. Und auch die Folgeschritte von das Lind und Test und zu GitHub schieben. Ich habe jetzt folgende Sache: Es gab ein paar Änderungen. Also, ich habe jetzt hier dieses Chip Ding genommen und das Häkchen dran gesetzt. Hier an der Stelle habe ich ab dem 3. wird es grün und ab dem 100. wird es rot. Hier gibt es jetzt hier keine maximale Begrenzung. Das bedeutet, nach drei Zeichen wird das grün und bleibt dann grün. Und hier gibt es halt dann auch noch mal, also ich hoffe, dass das so erkennbar ist, besser. Ich meine, es ist auf jeden Fall schon mal besser erkennbar. Vielleicht übersehen das trotzdem noch Leute. Ich überlege, dass man das rot macht, aber dann sieht es wieder so hässlich aus. Aber so, also das haut hin, das funktioniert. Und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Für den Titel, das habe ich jetzt auch nochmal genommen. Und da ich aber an diesem Titel habe ich folgendes Problem. Ich kann an diesem Input-Feld, kann ich dieses Input nicht dran machen. Also ich kann es dran machen, wenn ich aus dem Model so ein Model mache. Dann geht das, dann findet er das, dann will er aber diesen Titel haben, der zwar auch wieder angelegt ist. Müsste man jetzt rumtesten. Es hat einfach nie funktioniert, dass ich das Input hier mit dranlegen kann. Hab dann aber noch eine Weile nachgedacht und dachte mir, brauchen wir ja überhaupt nie, weil wir ja quasi an der Stelle das immer testen können. Und da wir jetzt quasi einen weißen Chip, also einen ja, weißen Chip, einen grünen Chip und einen roten Chip haben, haben wir jetzt quasi so eine Dreierkombination mit immer dem VIF, VELSIF und VELSE. Alles dreis gehört zusammen. Man kann jetzt hier könntest du jetzt beliebige viele VELSIF machen. Es muss halt alles immer miteinander hinhauen. Das das ja, also das muss halt eindeutig sein, ne? Die Formulierung. Also hier ist der Titel, die Titellänge, solange die Titellänge kleiner ist als Titel Min, also die 3, bleibst du weiß, wenn vorm Titel lenkt kleiner ist als vorm Titel Max, dann grün werden. Und wenn das beides nicht zutrifft, dann wirst du rot. So, das ist der Titel. Das bedeutet, es gibt dafür auch keine Funktion mehr, die das jetzt irgendwie checkt, sondern das macht das wirklich hier an der Stelle. Und jetzt gehen wir weiter zum Editor. Diese Update-Funktion muss bleiben, weil der eben durch diese Input- und Editor-Embed-Geschichte und überhaupt, ja, dass das überhaupt funktioniert. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel dieses Float-Write rausgenommen, weil das irgendwie total alles kaputt gemacht hat. Und ich zwar auch versucht habe, dieses Float-Clear dann anzusetzen, aber selbst das hat nie so, das hat nie, das sah einfach nie gut aus. So, und da habe ich jetzt das in ein Textfeld gepackt, genau wie hier oben und genau wie hier, also die drei Ebenen. Und dieses Textfeld kann ich halt allein. Und damit brauche ich das nicht mehr positionieren mit dem CSS, beziehungsweise nur noch in der Höhe ein kleines bisschen. So, und jetzt sind wir hier an dem Punkt. Hier frage ich jetzt wieder ab an der Stelle. Jetzt haben wir ja bloß noch weiß und grün. Und ja, selbes Prinzip.
Und an der Stelle auch nochmal so. Und da wir aber jetzt die Kategorie, okay, also ich könnte sagen, da wir ja das schon haben, also Content okay ist jetzt in dem Falle schon überflüssig, das werden wir dann gleich löschen. Sorry, jetzt habe ich es verklickert. Ich werde das dann noch ein bisschen zurechtschneiden, die langweiligen Stellen raus. Ach, sorry. Kategorie, okay, so. An der Stelle fragen wir auch. Können an der Stelle fragen. Form Kategories wird an der Stelle gesetzt. Das bedeutet, dass wir das hier reinsetzen können. Größer 0. Können wir mal irgendwie anders machen? So. Und jetzt schalten wir für Testzwecke das einfach mal aus. Also die Kategorie wird jetzt nicht mehr gesetzt. Diese Variable da an der Stelle. Okay, super. So. Das bedeutet, wir können das löschen. Content okay können wir löschen, wenn wir das auch nicht mehr machen. Content Length brauchen wir. So, jetzt haben wir das, das und das. Kann weg. Jetzt prüfen wir noch mal. So, also das ist der untere Bereich. Hier lösen wir das so. Das ist der mittlere Bereich, das lösen wir so. Und der obere Bereich lösen wir so. So, also diese sind nicht mehr notwendig. Ja, sollte passen. Was war das jetzt gerade? Ja. So, weil wir das jetzt gerade gelindet haben. Das haben wir gelindet. Was machen wir jetzt oben? Fire. Wir übernehmen. Changes Fire. Beim nächsten Speichern wird es das aber wieder verschieben. Nein. Haben wir das jetzt draußen? Ja, okay. Was? Jetzt haben wir uns einen kleinen Fehler reingebastelt. Ich glaube, ich habe das Tist übergeben gehabt. Das brauchen wir natürlich nicht. So,
Jetzt schauen wir nochmal, ob das alles passt. 1, 2, 3. Machen wir nochmal einen Test selber. Okay. Das würde natürlich auch ausgehen, wenn ich jetzt hier weiterschreibe, geht natürlich auch unten das Feld aus. So, also ich würde an der Stelle das jetzt hier quasi abschließen. Das passt. Soweit ist das jetzt von der Aufgabenstellung her, dass man es einfach besser checken soll und auch ein bisschen optisch darstellen soll, der Check. Also das gibt dafür dieses Issue. Was wir jetzt hier zum Beispiel nie gemacht haben, ist das. Aber das werde ich jetzt dann gleich nochmal erfragen, dass wir jetzt danach zum Beispiel nie checken, aber weil wir es eh nie machen. Also es ist nie notwendig zum Prüfen. Das ist das Issue. So, und wir folgendermaßen, wenn ich jetzt den Code soweit habe, dass das alles passt, dann ist der Punkt einmal lint, warte mal, ich muss es kleiner machen, einmal lint testen. Da ich jetzt hier wirklich nur diese eine Datei geändert habe, machen wir jetzt mal lint. Also Docker Compose, ich mache alles über Docker. Docker Compose, Access Web App Yarn, lint fix. Dann haut er das durch und schaut, ob irgendwas jetzt nie richtig ist. Rückt das dann auch zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Datei schon geedit hätte, in meinen Branch, dann würde die dann auch wieder rot sein, dass ich die wieder hinzufügen muss. So, jetzt ist ja was passiert. Ja, ist jetzt so, ja, naja. So, geht Status, da ist natürlich jetzt die eine Datei, so, git add, git check, checkout minus m, will Robert eigentlich nie sehen. Also es ist jedem seine Sache, wie er das dann eincheckt. Aber man kann natürlich mit einer anderen Funktion Checkout, was mache ich denn? Git commit minus m. So, get post consistence from input valid. Dann nehmen wir das. Fix. Validation. 2.1.1. Nein. Feuer. So, jetzt schieben wir das hoch. Git push. Origin. So, Passwort. Gut. Jetzt haben wir, ich mache dann meistens, also theoretisch mache, also ich, wenn du das jetzt willst, kannst du dir das noch mit angucken. Ansonsten mache ich folgendes. Achso, das kann ich ja jetzt gar nicht machen. Ich habe ja das hier gerade laufen. Ich habe dieses OBS. Also das ist meine Art, wie ich es mache. Ich nehme kleine Videos auf, so wie das jetzt hier. Und die Videos MP4 to GIF. Da habe ich diese Seite und hier kann ich ein MP4 reinladen und kann das schneiden, zurechtschieben und dann am Ende als GIF mir rausholen und setze sowas dann in die in den Pull Request als Bild bzw. GIFs, dass man sich das besser angucken kann. So, der Pull Request liegt jetzt hier. Da machen wir jetzt nochmal
fix Settings, das war die fix 2119. Ja. So, das ist das Issue, was wir erledigt haben. Den Rest brauchen wir nicht. So, Bilder, GIF setze ich dann später rein. Ja, wenn ich deinen GitHub-Account kenne, dann, ja, wenn ich deinen GitHub-Account kenne, wenn du ihn hast, könnte ich dich auch mit verlinken, dass wir das zusammen gemacht haben. Gut. So, da assigne ich mich noch. Was war das? Bug, Feature, Feature. Und noch das Projekt. Gut. Erstmal so T-Rock und dann nehmen wir aber noch mehr dazu. Alina auf jeden Fall. Okay. Was wir machen können ist ausgewählten Bereich aufnehmen. Können wir einmal so machen. Speichern das Bild. Und wir können einmal das so machen. Hä? Ist nicht grün geworden. Was ist jetzt los? Glaube ich jetzt nicht. Oh, what? Kleinzeitrender. Okay. Float clear. Das habe ich doch gar nicht mehr drin. Warte mal. Ach hier. Das wollen wir natürlich nicht. Hat er aber gerade nicht bemängelt beim Lint. Aber so. Vor allen Dingen haben wir es jetzt echt falsch hochgeschoben. Es darf doch jetzt nicht wahr sein. Wir hatten das doch. Haben wir das jetzt. Habe ich das übersehen beim Testen oder was war denn jetzt gerade? Das weiß ich nicht mehr. Wo ist er? Machen. Ach, das ist von Haus aus, warte mal. Okay, also folgendermaßen, die Form Kategories-IDs, die sind ja irgendwo vordefiniert. Hier. Ach. Ah, wie machen wir das denn?
eigentlich lenkt. Wenn das ein Array ist. Okay. Ich glaube, das ist noch eindeutiger. Ich denke, du weißt die Bedeutung 2 und 3. Sorry, wenn ich jetzt nochmal, also wenn ich da jetzt mit, aber 2 ist gleich, dann kann es auch ein String sein. Bei 3 will er definitiv den Wert haben. Also wenn ich jetzt bei 3 hier draußen String mache, dann ist 0 als Number, als Integer, nicht 0 als String. Ne? Wenn ich aber jetzt hier zum Beispiel sage, okay, das ist natürlich jetzt hier falsch mit diesen Doppeldingern, das müsste dann natürlich so sein. Hier an der Stelle kann ich sagen 0, ja, das ist okay, true. Das ist auch true. So. Das ist an der Stelle true, ist an der Stelle aber nicht mehr true. Also, wenn es ein String ist. Ja? Wenn jetzt hier ein String käme, also er will hier auch den Wert haben, den Typ. So. Aber wahrscheinlich weißt du das schon. Okay, gut. Dann machen wir nochmal lint. Dauert immer ein klein wenig. Können wir auch mal nochmal einen Test machen. Vielleicht haben wir ja auch irgendwas, was völlig durchhaut. Test. Test. Wir haben ja aber eigentlich in den Space, wir haben nichts gemacht. Jetzt kann jetzt natürlich nichts passieren. Also wir haben ein sauberes System gekriegt. Gut. So, geht. Status get add get commit minus m machen wir einfach fix lint so nein fix category Lint. So, das kann man natürlich hübscher schreiben und besser. Git push origin 2019. Okay, nee. Huch. Das war aber zu schnell. Gut. Und dann machen wir jetzt hier das Bild, was wir eigentlich machen wollten. Bloß gut, dass wir nochmal geguckt haben. Speichern das Bild. Jetzt gehen wir hier wieder rein, bearbeiten das.
So, von Hause aus hast du hier bei dem Git keine Möglichkeit, jetzt hier so ein Bild einzufügen. Aber kannst einfach Donuts Fireshot. So, das sind die letzten Dinge. Man kann die sich nehmen und zieht die einfach hier rein und dann läuft das auch los. Das ist vor allen Dingen bei einem Issue anlegen. Da gibt es erstmal das nie. Also du hast da auch, lädt er da die Bilder manchmal nie rein. Also wenn du das so reinziehst, das macht er da nie. Ich öffne dann immer in. Ich öffne dann immer ein anderes Fenster. Ich weiß gar nicht. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Also man muss gucken. Vielleicht liegt es auch am Browser. Kann auch sein. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Okay, hübsch. Und hier nehmen wir nochmal das ganze Team. Dev-Team. So, das war's. Jetzt ist es oben. Ich warte, dass irgendjemand dem zustimmt. Und theoretisch können wir es dann mergen. Jetzt laufen wir noch die ganzen Tests. Können wir mal reingucken. Die Travis-Tests, die ich halt bei mir auch auf dem Rechner mache. Der eine Test, der jetzt gerade durchlief, relativ schnell. So, und hier läuft das jetzt online genau dasselbe. Und man kann dem zugucken. Aber wahrscheinlich wartet er ja noch, bis er überhaupt dann zum Zuge kommt. Ja. Dazu habe ich aber auch schon mal Videos gemacht. Ich schiebe das jetzt hier auf meinen DartAdler-Kanal hoch und habe das erstmal jetzt nie öffentlich, das Video, und schick dir den Link. Okay. Wenn du Fragen hast, dann frag. Ansonsten schönen Tag, Stefanie. Ciao.